Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris, zu einem neuen Let's Play-Projekt von mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir spielen heute eine Kampagne aus dem neuen DLC The Hunter and the Beast für Warhammer 2. Und heute spielen wir das Beast in der Mortal Empires-Kampagne. Und das Beast ist Nakai, der Wanderer. Wir spielen eine Echsenmenschenhorde. Hat eine interessante Kampagnenmechanik, die wir uns angucken werden. Wir spielen es auch sehr schwer und sehr schwer. Besondere Einheiten sind Heilige Kroxigore und Kroxigore, mit denen er hier direkt startet. Er ist der Kroxigore-General, hat außerdem kein Reittier, er ist sein eigenes Reittier, sozusagen. Was haben wir? Also, Dschungelnexus, geteilter Rekrutierungszugang. Die Haupthorde wird als Fokuspunkt verwendet, von dem aus über den globalen Kader rekrutiert werden kann. Das heißt also, wir können auch mit anderen Helden aus seinem Pool schöpfen. Brut der Ältesten, Eroberung von Siedlungen nicht mehr möglich. Wir können also keine Siedlungen selbst einnehmen. Stattdessen gehen wir hin und weihen die durch Tempelanlagen unseren Göttern. Bekommen dafür Boni. Wir haben Bestien, die Bestien sind für jede Aufgabe geeignet, obwohl einige so wild sind, dass sie eventuell die Kontrolle verlieren und vorwärts stimmen. Also wir haben diesen besonderen Zugang zu den Bestien, wie zum Beispiel Carnosaurier und Stegadons und so weiter. Dann unsere Fraktionseffekte, ne? Also wir schalten Einheiten frei, während wir global rekrutieren können und so weiter. Unsere Vasallen bekommen die Siedlungen. Belohnungen bekommen wir für unsere Götter, denen wir hier die Tempel weihen. Wir kriegen plus 3 auf Kroxigore Älteste, wenn wir die rekrutieren. Nahkampfabwehr plus 5 für Kroxigore und heilige Kroxigore Einheiten. Rekrutierungskosten minus 10% für die Armee des Kommandanten. Sie sind also günstiger und generell sind die Kroxigore, ich glaube, sie sind auch ein bisschen günstiger bei ihm. Wir gucken uns das aber mal in der Kampagne an. Ruhm sei euch, mächtiger Beschützer. Eure Instinkte brachten euch auf die mysteriöse und nebelverhangene Insel Albion, einem Ort großer Macht und uralter Geheimnisse. Hier befindet ihr euch im Reich der Nordmänner von Norskar. Ihre Chaosverehrung ist eine Beleidigung des großen Plans und kann nicht toleriert werden. Weiter südlich, entlang des Reichs, leben die Wärmblüter des Imperiums. Kraftlose Männer, die sicherlich wenig Widerstand gegen eure mächtige Horde leisten werden. Auch die Bretonen leben in der Nähe. Sie haben lange versucht, die Chaosverehrer zu besiegen. Dies lässt sich mit dem großen Plan vereinbaren. Also könnten sie euch in diesem Machtkampf vielleicht nützlich sein. Geht hinaus und verbreitet Zerstörung, Nakai. Es ist eure Berufung. Reinigt die Welt vom Chaos und stellt den Glanz der Alten wieder her. Ja, eigentlich müsste er sagen, verbreitet Reinigung, ne? Anstatt Zerstörung. Aber gut, okay. Für alle, die meinen Kanal noch nicht kennen, ich habe ja auch die Hunter and the Beast Kampagne mit dem Hunter, ne, also dem Markus Wolfhard gespielt. Und da hatte Nakai nichts Besseres zu tun, als sofort straight hier unten Richtung Lustria zu segeln. Und hier sieht die Kampagne natürlich eigentlich eine ganz andere Ausrichtung vor. Ne? Also Spieleigenschaften, Geist des Dschungels, der Erfolg des großen Plans, der Alten steht auf dem Spiel. Besiegt fremde Eindringlinge und erobert die uralten Stätten der Echsenmenschen zurück. Setzt die Verteidiger des großen Plans als rechtmäßige Besitzer ein. Die Verteidiger werden über die Tempelstätte, die ihnen geschenkt werden, wachen. Gebt ihr euch einem der Alten hin, indem ihr Tempel in seinem Namen errichtet, wird dies ihn sehr erfreuen. Dadurch erhaltet ihr eine Fülle von Belohnungen und seine Gunst, die ihr verwenden könnt, um mächtige Einheiten und Technologien freizuschalten. Dann haben wir halt noch diesen Dschungelnexus, habe ich ja bereits erwähnt. Okay, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Wir kriegen eine Mission, wir brauchen 4 Siedlungen, die wir unserem Vasall überstellen und das kriegen wir sicherlich hin. Man muss jetzt direkt dazu sagen, es ist wahrscheinlich nicht die beste Variante, dass wir halt hier mit unseren Echsen erstmal nur hier oben im norskanischen Eis unterwegs sind. Aber okay, gut, ich meine, ne, es ist ja jetzt nicht
es obliegt mir jetzt nicht hier, das Lore irgendwie zu ändern oder was auch immer, worauf diese ganzen Sachen hier zurückgehen. Ich muss dazu auch direkt sagen, ich bin auch kein Lore-Experte und ja, ich weiß nicht, ja, das packt mich halt nicht ganz so, aber das ist jetzt nochmal eine andere Sache, also, ne, auch wenn da bestimmt ganz tolle Bücher dabei sind, aber es ist halt nicht so mein Steckenpferd. Ja, wir bekommen hier erstmal zum Beispiel Heldenrekrutierung, regulär, die wir kriegen können für 100 Gunstpunkte oder gesegnete Einheiten, wie zum Beispiel Skinplänkler, Sauruskrieger mit Schild oder Kampfechsenreiter mit Speeren oder ein Stegadon. Dann haben wir hier zum Beispiel den Skinkpriester. Oder Terradon-Reiter, die unnützlichsten Einheiten im Spiel, Rang für Slan-Rekruten, Tempelwächter oder Bastilladons. Und hier gibt es dann die Skink-Häuptlinge mit Sauruskriegern, Gehörnten, Kroxigoren und Karnosauriern. Also entweder so am Anfang würde man sagen, entweder Quetzel oder Itzel als erste Ausrichtung. Wir haben aber schon einen Helden dabei. Nämlich hier ein Skinkpriester, der Himmelsmagie betreibt. Das ist ganz okay. Das wird uns auf jeden Fall nützlich sein. Und wir werden erstmal hier diese Siedlung belagern. Und den Skinkpriester, den stopfen wir mal schnell hier rein. Jawohl. So. Und dann kann er nämlich hier direkt schon mal Erfahrungspunkte sammeln. Wir müssen eine Forschung auswählen. Ihr seht hier unseren Tech-Tree. Manche dieser Dinger können wir nur mit Gunst freischalten. Wie zum Beispiel hier Boni für Kroxigore, heilige Kroxigore und Tempelwächter. Ist ein bisschen schade, dass man das hier nicht ein bisschen besser differenziert hat, aber ist okay. Also ich meine, ne, hier bekommen wir eine zusätzliche Armee, die wir kriegen können. Also das hier sind unsere zusätzlichen Armeen, die wir hier freischalten. Ne? Ihr seht, mit jeder Stufe bekommen wir mehr Rekrutierungskapazitäten und mehr Armeen. Und hier unten bekommen wir mehr Hordenwachstum. Und das ist auch eigentlich erstmal so den Weg, den man hier wahrscheinlich gehen sollte. Wir können slow spielen. Also wir müssen uns hier nicht unbedingt zu Tode hetzen. Wir können vielleicht mit Bretonien nicht Angriffspakt machen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ne? Also die Kampagne sieht ja vor, dass wir uns gut mit Bretonia stellen und dann ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir das wirklich jetzt am Anfang auch tun. Gibt es eigentlich noch irgendjemanden, der mit dir im Krieg ist, außer mir? Nein, okay, gut. Dann stelle ich mal vor, speichern wir mal hier gerade an der Stelle ganz, ganz schnell. Was hat er hier? Das sind diese komischen Barbarenjäger-Axtwerfer, ne? Dann hat er Einheit mit Speeren und so. Okay, gut, ja. Also ich greife das jetzt sofort an. Wir müssen, wie gesagt, ne, wir müssen uns jetzt nicht zu Tode hetzen, aber wir machen das jetzt schon mal direkt. Und ihr wollt natürlich auch mal den Helden hier im Kampf sehen, verstehe ich natürlich. Ich möchte ihn euch auch gerne zeigen und dann können wir auch mal die Kroxigore im Einsatz sehen, die, glaube ich, ganz gut gegen diese normalen Chaos-Barbaren hier klarkommen werden. Nakai selbst übrigens natürlich als Nahkampfgeneral mit fast 7000 Hitpoints, ziemlich stark. Okay, gut, wir sagen, Aufstellung starten auf jeden Fall. Und wir starten einfach mal das Gefecht. Ich weiß nicht, kommt er jetzt zu uns? Ich schiebe die mal noch so ein bisschen nach vorne. Und ja, es tut mir leid, dass ich direkt am Anfang ein bisschen loslähme. Aber unser Skinkpriester, der muss hier ein bisschen Damage kassieren, damit die hier ihre Munition verballern und nicht meine Value-Einheiten killen. Und der Skinkpriester, der nützt uns auch noch was mit halber Moral. Also ein bisschen cheesy, ich gebe es direkt zu. Ja, komm mal jetzt zurück, bevor der dich noch komplett in die Flucht schlägt. Mach bitte hier Defensivmodus Autofeuer aus. Und ja, jetzt geht unser Nakai mal hin und holt mal hier die restlichen Punkte raus. Okay, gut. Ich mache das jetzt deswegen auf dreifacher. Ich zeige euch gleich die Einheiten und so. Ne? Ich möchte hier nur erstmal ein bisschen meinen Standard-Vorgeplänkel bei dieser Schlacht hier ins Werk setzen und mich ein bisschen besser positionieren. Wir wollen ja nicht Hügel raufkämpfen. Das gibt ja, also wir kriegen ja, wenn wir die Anhöhe nehmen, die entsprechenden Vorteile. Jetzt muss mir nur dieses Spiel mal gerade verraten. Warum klappt das hier mit der
Einheitengruppierung nicht. Ach so, ich sollte noch dazu erwähnen, das ist vielleicht nur wichtig zu wissen für euch, das hier ist jetzt eine Pre-Release-Version. Das Spiel kommt also erst noch raus und kann also noch Patches geben und so weiter und so fort. Ne? Also bitte behaltet das im Hinterkopf. Ja, das ist schon ja, echt jetzt. Ne, das ist echt merkwürdig hier. Nee. Stopp, warte mal. Ich kann die Einheit nicht richtig aufstellen. Das nervt mich ein bisschen. Aber okay, gut. Also wir laufen nochmal in Position, bevor es hier überhaupt richtig losgeht. Und dann zeige ich euch nochmal die Einheiten. Wir spielen ja ohne Schlachtenzeitlimit. So. Müssen wir die... Kurz. Müssen wir nochmal die Gruppe wieder auf. Okay. Dann schauen wir uns einmal kurz den Nakai an. Wie sieht er denn aus? Der guckt gar nicht nach vorne. Ja, guck mal nach vorne, mein Freund. Ja, dreh dich mal um, genau. Wirklich ein sehr furchteinflößender Kroxigor-General. Und dann schauen wir uns auch nochmal gerade die heiligen Kroxigore an. Die es ja auch noch gibt. Das sind unsere normalen Sauruskrieger mit Schilden. Hier sehen wir die heiligen Kroxigore. Erzeugen Angst. Und ja, die haben natürlich diese Urinstinkte. Machen insgesamt 120 Damage, genau, davon 84 Armor-Piercing Damage. Das ist schon ziemlich mächtig auf jeden Fall. Wir sehen also auch, die haben hier so besondere Zuschläger-Handschuhe an, die sie hier benutzen können. Sehen auch ziemlich geil aus auf jeden Fall, die Einheiten. Und dann haben wir unsere regulären Kroxigore. Die hier drüben stehen, die kennt er ja bereits. Aber auch die sehen natürlich ganz cool aus mit ihren zwei Handwaffen. Bei 95 Armor-Piercing, also 95 Damage insgesamt, davon 70 Armor-Piercing und 20 nochmal als Bonus gegen Infanterie. Also insgesamt natürlich eine super Infanterie-Killer, ja. Okay. Wie sieht es jetzt als erstes aus? Wir stellen uns hier vorne so eine kleine Defensivlinie mit den Sauruskriegern auf, gehen auf die Flanke hier mit den Kroxiguren und auf die Flanke hier mit den Kroxiguren. Das Doofe bei den Kroxiguren ist, also es sind ja Monstereinheiten und eigentlich sieht das Spiel ja vor, dass wir diese Einheiten auch benutzen, um gegnerische Linien aufzubrechen. Ne? Man brettert halt hier in so eine Einheit dieser wehrlosen Chaos-Barbaren rein und schlachtet die erstmal ab und bricht deren Formation und so weiter und so fort und dann flüchten die irgendwann. Das Problem ist halt auf diesen sehr hohen Schwierigkeitsstufen, ich weiß, ich argumentiere immer damit, aber das muss man ja an der Stelle auch ganz klar sagen, kurz nochmal Päuschen, die gegnerischen Formationen halten einfach viel stärker stand, die haben eine viel höhere Ansturmabwehr. Und außerdem sind diese Einheiten, diese Kroxigore, unfassbar anfällig gegen diese Speerkampfinfanterie. Das heißt, sie bieten sich, also Monstereinheiten auf sehr hohen Schwierigkeitsstufen, bieten sich eher als Flankierungseinheiten an. Das klingt jetzt total merkwürdig, weil eigentlich würde man nicht mit Monstern flankieren. Das müssen wir aber leider machen. Also es ist ein bisschen doof. Ja, geht nicht anders. So, dann nehmen wir mal unsere Skink-Plänkler noch mit nach vorne. Hier drüben hat er eine Einheit Chaos-Barbaren und ich würde mal sagen, da könnten wir auf jeden Fall den einen oder anderen Schuss versuchen, weil ich meine, das sind Chaos-Barbaren ohne Schild, ne, nicht wahr? Ah ne, die haben ein Schild tatsächlich. Müssen wir eigentlich mit denen auch fast flankieren. Oder wir attackieren hier die Speerkämpfer. Das ist sicherlich auch noch eine ganz gute Einheit, wenn man die ausschalten kann. Vielleicht kriegen wir das auch hin. Und wir ziehen mal den Rest unserer Einheiten hier vor. Wir haben nicht so viel Munition. Aber wir sehen, wir machen guten Schaden. Wir schmeißen ihm hier direkt mal so ein paar Einheiten entgegen. So, und ich pausiere kurz, damit ich euch einmal hier so einen Ansturm der heiligen Kroxigore zeigen kann. Ne, und ihr seht, also obwohl wir bergrunter stürmen, ich meine gut, man kann diesen Charge natürlich auch schon vorher ansetzen, ne? Aber ihr seht einfach, das
bringt leider nicht viel gegen diese Einheit. Ne? Es ist halt blöd, aber wir müssen da durch. Gut, dann zeigen wir nochmal ganz kurz. Du hast doch hier diese harmonische Konvergenz, ne? Ja, dann kannst du direkt mal hier den Typen da pushen. Du kommst bitte hier auf die Flanke, du gehst bitte hier auf die Flanke und dann läufst du mal bitte hier hinten rum. Nee, nicht so, du bleibst gleich an den Einheiten da hängen. Du gehst hier rum und du positionierst dich bitte hier, kannst das Autofeuer übrigens dann anmachen. Aber trotzdem, immerhin, ne, ihr seht, der Nahkampf-Infanterie-Smash, der geht hier echt schnell, ne, also wir hauen hier gut rein. Und, achso, ja, sorry, ich wollte hier natürlich nochmal meine Sonderfähigkeit nutzen. Du attackierst jetzt hier die im Rücken, du attackierst bitte ihn hier im Rücken. Ja, und dann sehen wir auch die Chaos-Barbaren, wenn wir die von hinten anpieksen, dann überleben die in der Regel auch nicht so lange. Du attackierst bitte noch hier, du attackierst bitte hier mit, du kommst so ein bisschen näher ran, du kannst mal hier auch noch seinen Gen attackieren, den wir jetzt übrigens auch noch von hinten flankieren werden. Die Chaos-Barbaren machen es unseren Einheiten hier echt schwer. Kannst du hier nochmal eine harmonische Konvergenz drauf machen. So, da hinten haben wir genug flankiert. Ich denke, wir brauchen jetzt nochmal die Proxigore auf der anderen Flanke. Greifen hier nochmal mit unserer regulären Nahkampfinfanterie an. Nehmen die Proxigore nochmal mit hier rüber. Eine Einheit zurück. Vielleicht können wir jetzt nochmal einen guten Charge zeigen. Sieht natürlich cool aus. Also ich meine... Ja. Kann man schöne Sachen mitmachen, ne? Oh, unser Held, der muss mal hier raus. Ah ja, gut, hat geklappt. Alles klar, easy. Ja, den habe ich hier ein bisschen in Anführungszeichen... Oh, sorry. Ein bisschen gewastet in Anführungszeichen, weil natürlich geht man mit so einem Helden auf Stufe 1 nicht in Nahkampf, ne? Aber der muss ja hier natürlich auch die gegnerische Kommandanteneinheit ein bisschen ablenken, damit wir nicht zu viele Verluste bei den Speerkämpfern haben. Und jetzt muss der ja auch nicht mehr in Nahkampf gehen. Das heißt, der bleibt ja jetzt in der Armee drin und er wird jetzt heilen und dann ist alles gut. Ne? Und dann haben wir auch hier einen Helden, der uns mit Magie unterstützen kann. Und ich glaube, wenn wir auf die Kills gucken, wir sehen also hier die heiligen Kroxigore, die hauen richtig rein. Ne? Wir bekommen auch hier eine Beute, das ist doch super. Wir haben das Skaven-Fell-Banner erobert. Was bringt uns das denn? Plus 5 gegen Skaven, okay. Führerschaft ist niedriger als 50%, dann machen die mehr Waffenschaden, mehr Angriff, kriegen mehr Angriffsbonus und mehr Nahkampfangriff und bekommen immun gegen Psychologie. Weiß jetzt nicht, ob das so das beste Ding für uns ist, aber wir geben es mal hier auf die Speerkämpfer. Ja, und jetzt können wir uns das aussuchen. Tatsächlich, ne, je mehr Siedlung wir plündern, desto mehr Geld bekommen wir nachher. Wir bekommen 25 Gunst und 2 Punkte Hordenwachstum. Die kriegt man also immer. Ne? Und also ich habe es natürlich auf dieses Stegadorn abgesehen. Wir bauen jetzt erstmal hier einen Tempel hin. Wir bekommen hier diese... Achso, Rasereifähigkeit bekommen wir. Das ist ja auch ganz gut, okay. Aber gut, wir haben ja unsere Urinstinkte, ne? So, Nakai bekommt den ersten Bonus. Und tatsächlich macht man ihn erstmal so für meine Begriffe. Ne? Wir machen ihn jetzt erstmal zu einem guten General. Wir versuchen das zu bekommen. Das ist zusätzlich Hordenwachstum und dann Meister der Peinen. Und dann holen wir uns noch hier... wo haben wir es hier? 15% Unterhalt, Reduktion, den Blitzschlag und dann bekannt und gefürchtet. Und dann machen wir erst die anderen Skills, weil Nakai kann man so auf jeden Fall auch spielen. Ja, ist ein brauchbarer General. Und in der nächsten Runde holen wir uns die nächste Siedlung. Wir laufen auf jeden Fall schon mal vor. Und das ist sicherlich jetzt gar nicht mal so verkehrt, sich hier zwei Einheiten zu holen. Aber wir müssen zuerst mal gucken, wie es bei unserer Horde aussieht, weil diese Hordengebäude sind nicht günstig. Und
Wir sollten die auf jeden Fall erstmal ausbauen, ne? Also, weil die reduzieren auch nochmal den Unterhalt und geben uns mehr Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Und das sollten wir wirklich machen, bevor wir hier weitergehen. Denn, ja, also natürlich sind die Einheiten mit Schwert, Entschuldigung, mit Schilden sind natürlich besser, wenn man gegen viele Fernkämpfer kämpft, aber das Chaos hat nicht so viele Fernkampfeinheiten, die uns hier jetzt erstmal gefährlich werden könnten. Wir gehen dann lieber halt, und dann gehen wir in zweiter Instanz, gehen wir hier drauf. Das ist so ähnlich wie bei dieser Piratenflotte übrigens, für alle die, die das Let's Play Against von mir und Merp gesehen haben, wo wir mit der Aranessa und so spielen, ne? Ja, und dann schlage ich halt vor, wenn wir noch zwei Einheiten rekrutieren können, holen wir uns die auch noch. Und dann ist gut. Und dann können wir erstmal so diese Siedlung hier, die können wir erstmal relativ einfach einnehmen. Dann haben wir zwar kein Geld, aber tatsächlich haben wir auch wirklich sehr wenig Ausgaben, ne? Ach so, ich sollte vielleicht noch hier übrigens einstellen, dass wir hier sagen. Ach so, ne, Moment mal. Das kannst du ja. Ja, mach mal hier. Ja, komm mal raus, ist egal. Aus. Aus und aus und aus und aus. Das wollen wir alles gar nicht sehen. Wir wollen, dass die Runden möglichst schnell rumgehen. Denn Warhammer 2 hat ein ganz großes Problem. Aber das Spiel generell, das hat jetzt nichts mit diesem DLC an sich zu tun. Die Ladezeiten zwischen den Runden oder so, ja, wie man das nennen soll, ne? Die Berechnung der KI-Züge und so, es dauert unfassbar lange. Und es wird auch im Late Game nicht besser. Es hat was damit zu tun, dass bei Warhammer alle Einheiten oder alle Fraktionen irgendwann unfassbar viele Helden und Generäle haben. Und das, ja, kriegt auch ein guter Rechner nicht so leicht gehandelt. Ich glaube, ich habe hier einen 8. Generation i7 drin mit ordentlich Power. Und das Spiel läuft auf einer SSD. Und es braucht halt trotzdem immer ewig, ne? Also ihr seht es ja jetzt auch, so 1,5 Minuten, 2 Minuten Rundenwechsel. Das ist realistisch. Und ich habe das auch schon häufig gesagt, ne, man kann das dann ausrechnen, bei so einer Kampagne, bis man in Runde 50 ist, hat man halt 1 Stunde oder 100 Minuten, auf jeden Fall vielleicht sogar 2 Stunden, je nachdem, nur auf diesen Ladebildschirm geguckt. Ne, das ist ein bisschen blöd. So, ich muss einen kurzen Cut an der Stelle machen. Ich muss meinen Sohnemann jetzt aus dem Kindergarten abholen und nachher holen wir uns noch hier Conquata und geben das auch noch einem Vasallen von uns. So, wunderbar, da sind wir wieder. Lalalala, das ist soweit alles erstmal okay. Ich glaube, wir können dann in die normale Stellung und dann holen wir uns noch eine weitere Siedlung. Ne? Das sieht ja ähnlich aus von der Struktur her. Ja. Weiß noch nicht genau, wie ich hier die Barbarenjäger umgehe. Tja, und mit den Fernkämpfern und dass mein Held noch keine Magie hat, da bin ich jetzt auch noch nicht so happy. Super, Aufstellung starten, Gefecht starten. Volle Pulle erstmal. Ne, ihr kennt das. Also es ist auch ein bisschen schade. Das ist vielleicht noch dieser Early Access Version geschuldet, dass wir hier nur eine Schlachtkarte haben. Es kann natürlich auch an diesen Barbarensiedlungen liegen, ne? Dass man die vielleicht auch einfach nicht mit der gleichen Sorgfalt bedacht hat. Ich laufe jetzt erstmal ein bisschen hoch. Dann stellen wir uns oben auf. Und dann werden wir nochmal gleich den Croxigor-Ansturm ausprobieren und schauen nochmal, weil man jetzt natürlich auch sagen muss. 11, 16, 10, 16. Und dann haben wir hier 24 und 22, ne? Das ist jetzt auch nicht so der, das ist jetzt auch nicht so der brachiale Ansturmbonus, ne? Das ist halt auch keine Kavallerie, ne? Das sind halt Monster, ne? Das ist halt klar. Okay, also wir positionieren uns hier auf diesem Kamm. Lösen wir das hier als Gruppenformation schon mal auf. Jetzt muss der Chef hier noch ein bisschen dodgen. Na, ihr kennt das.
Also ich will es jetzt natürlich auch nicht übertreiben, aber es ist halt tatsächlich so, wir haben relativ wenig, was wir da gegen diese dämlichen Fernkämpfer da machen können. Und die machen einfach ziemlich viel Damage. Jetzt schieß doch mal ein bisschen. Junge, ich greife dich schon nicht an. Ich will nur deine Munition auflutschen hier. Beziehungsweise eigentlich will ich ihnen ausweichen. Ja, und gegen unsere regulären Einheiten ist es halt ziemlich verheerend, wenn er da halt ballert, ne? Okay, gut. Ihr seht ja auch schon, dass es gegen unseren, dass es gegen Nakai natürlich schon heftig genug ist, ne? Okay, wir stellen uns auch mit den Schilden nach außen. Ich will aber nicht zweimal Speere außen haben. Auf jeden Fall, hier haben wir nochmal Axtinfanterie. Schildbrecher. Okay, das gucken wir uns gleich mal an. Das sind tatsächlich. Okay, ja. Okay. Alles klar, das sind Chaos-Barbaren. Und das sind Chaos-Barbaren mit zwei Handwaffen. Die würde ich ja zum Beispiel gerne mit meiner Infanterie erwischen. Ihr seht übrigens, wenn wir jetzt mal hier gucken, ne, diese grünen Dreiecke, also für alle, die das noch nicht kennen, mit der Leertaste könnt ihr euch das anzeigen lassen, Einheitenbedrohung und so weiter. Ihr seht tatsächlich, unsere Kroxigore haben hier relativ wenig Bedrohung, wobei interessanterweise die Svengor-Schildbrecher, die werden uns hier noch als Einheiten angezeigt, die eine hohe Bedrohung für unsere heiligen Kroxigore darstellen. Was ich noch nicht so ganz nachvollziehen kann. Die machen sogar machen natürlich magischen Nahkampfschaden. Aber okay, gut. Ja, dann stell du dich doch mal hier auf. Und du stellst dich hier hin und du stellst dich hier hin. Ich mache nur die Positionierung gerade schon mal. Genau, die habe ich schon geschickt. Und du schießt mal bitte hier. Zurück. Du gehst direkt auf die Flanke. Du gehst hier durch die Mitte. Du machst mal eine Konvergenz auf ihn hier. Ja, okay, gut, die fallen jetzt echt wie die Fliegen, ne? Was ist denn da drüben? Ja, okay, du hast dich schon einmal da reingepflügt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Aber bitte weiter und jetzt... Komm, raus. Bisschen schneller. Nicht so behäbig, bitte. Und jetzt einmal bitte noch hier in den Rücken chargen. Direkt mal hier den Ulti anwenden. Randale mal hier gerade bei den Einheiten stoppen. Diese Proxigore dazu. Wenn ich nicht so viel übrig bleiben. Magische Konvergenz auf ihn hier. Ihn hier hinten attackieren. Ein bisschen jetzt einmal hier in die Flanke rein und dann sind die vollständig gebrochen. Das war's doch, ne? Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, ich mag die Infanterie bei den Echsenmenschen echt super, super gerne. Hier, Kroxigore 103 und 108 Kills. Nicht ganz so viel wie vorhin, aber auf jeden Fall ordentlich. 68 Verluste ist relativ wenig. Die Beute nach der Schlacht ist auf jeden Fall immer wichtig für Nakai.
Denn er hat halt wenig Möglichkeiten, um selbst Einkommen zu generieren, ne? Ihr seht jetzt übrigens, jetzt bekommen wir schon deutlich mehr, ne? Also 6-mal so viel Geld wie vorhin fast, oder 5-mal so viel. Ich weiß jetzt nicht, ob wir vorhin 80 oder 60 bekommen haben. Wir haben einen Anhänger gefunden, der uns mehr Chancen auf magische Gegenstände gibt. Und wir haben den ersten Ritus freigeschaltet, den Ritus der Verbundenheit. Da übrigens, da könnte es sein, dass da auch noch nicht die Übersetzungen finalisiert sind. Das müssten wir, bei Zeiten auch nochmal gucken. Erstmal, hast du einen Anhänger dabei? Du hast nur dieses komische Skaven-Banner. Aber du kannst schon mal den Artefaktjäger mit reinnehmen. Der gehört auf jeden Fall nicht in den Pool. Du hast jetzt auch deinen ersten Skill bekommen. Wir nehmen die harmonische Konvergenz. Wir wollen gerne den Windstoß. Das ist halt immerhin ein brauchbarer Damage-Spell, der die gegnerische Formation stören kann. Und natürlich soll er später auf einem Stegadon sitzen. Niemals auf dem Terradon, sondern auf dem Stegadon. Also wenn, dann nehmen wir ordentliche Bestien. Und wir können schon... Wir können dann auch schon weiterziehen. In zwei Runden gibt es Bevölkerungsüberschuss. Wir wollen halt natürlich später, ne, diese ganzen hohen Level halt hier drin haben, damit wir die ganzen besonderen Gebäude bekommen. Wobei ich tatsächlich finde, es sind nicht so starke... Also wenn wir das mal mit den Piraten vergleichen, die haben halt viel mehr Gebäude, ne? Wir haben halt hier diese drei Rekrutierungsgebäude im Wesentlichen, ne? Die hier Rekrutierung bringen. Kapazitäten, Einheiten, okay. Armeefähigkeit, ah ja, guck mal hier, ne? Armeefähigkeiten sind auf jeden Fall immer gut. Da sollten wir überlegen, da sollten wir dann möglichst bald drauf gehen, weil Armeefähigkeiten bringen in der Regel immer krasse Boni, die nichts zusätzlich kosten, ne? Außer halt hier dieses Bevölkerungswachstum. Ja gut, und hier haben wir natürlich noch viele Rekrutierungseinheiten, Rekrutierungsgebäude, die auch Helden freischalten, ne? Wenn ich mich nicht irre. Terradon-Reiter braucht kein Mensch. Kampfechsenreiter, geht so. Geht so. Kampfechsenreiter sind jetzt auch nicht so super. Ja. Also ich finde, da bietet die Vampirflotte zum Beispiel. Oder die Flotte der Vampirküste, die bietet da einfach ein bisschen mehr. Ne? Wir sehen übrigens hier, wir nähern uns gleich der ersten Stufe. Ne? Erste Stufe heißt saures Hornacken. Plus 1. Auf jeden Fall auch in Kapazität und plus 3. Für deren Erfahrung. Ich muss mal gucken, also das gilt dann für... Das dauert dann 3 Runden, bis man das hat, oder das dauert 3... Oder wir aktivieren... Das ist ein zeitlicher Bonus, den wir für 3 Runden aktivieren können. Naja, das müssen wir mal gucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid. Es gilt wie immer die Regel, ab 500 Daumen hoch gibt es den nächsten Part sofort. Ansonsten planmäßig... Ne, für alle, die das noch nicht wissen. Also wenn ein Video von mir 500 Daumen hoch bekommt, dann wird immer sofort der nächste Part released. Und ansonsten folgt das Ganze eben so einem Upload-Plan. Den könnt ihr in der Videobeschreibung finden. Da steht dann immer, wenn die Parts regulär kommen. Ne? Also fühlt euch auch nicht zu sehr unter Druck gesetzt, aber es ist natürlich immer schön. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete.